Herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind jetzt am 14. Grand Prix, ist es, glaube ich, mit dem René vom Fanclub Magazin. Ja, servus, Dankeschön für die Einladung. Und ich freue mich wahnsinnig, heute in Italien mit dir wieder zu spielen, Patrick. Ja, jetzt holen wir uns erstmal einen neuen Heckantrieb, Heckabtrieb, sorry. Wird aber dann erst nach dem Rennen fertig, wie es immer so ist. Mit unseren Ja. Mechanikern, die sind nicht so schnell. Heute sind wir ja in Süditalien, das ist ja wunderbar, gell? Ist ja ein Heimrennen für uns, für Ferrari. Ist natürlich auch viel Ja, das stimmt Druck. allerdings, Wir haben ja. aber in den letzten 4 Rennen haben wir immer in den Top 10 abgeschlossen. Das ist schon sehr gut. Das letzte Rennen in Niederlande war nicht so gut. Aber davor, du bist ja auch Zweiter, Dritter die ganze Zeit geworden. Nee, eigentlich, ja, Doch. also ich bin Achter mehrmals geworden Nee, 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 nee. und doch, ich bin einmal Erster geworden. Ja, in Aserbaidschan, genau. Ja, genau, richtig. Aber Aber das du muss man bist jetzt in ja nicht sagen. Großbritannien Dritter geworden, in Ungarn Zweiter und in Belgien auch Zweiter. Ja, wunderbar, Dankeschön für die Statistik. Habe ich doch alles hier auf schwarz auf weiß. Ja, ich weiß, du machst ja immer so gerne deine Und ich bin dreimal Letzter Tabelle. geworden in diesen 13 Rennen bislang. Dreimal? Entschuldigung, ich habe es nicht akustisch Ich verstanden. bin dreimal Letzter geworden in diesen Ach so, 13 okay. Rennen. Ach so, okay. Du bist kein einziges Mal Letzter geworden, also. Das ist ja schon mal eine Voraussetzung, Ja. oder? Für das nächste F1 22, wenn es im Juli dann kommt. Hey, Wahnsinn, ich freue mich schon. Von mir auch, ja. Übrigens gibt es jetzt einen Vorbestellerbonus, 10% Rabatt. Wer F21 hat auf der PS5, kriegt 10% Rabatt. Ist momentan aktuell so. Und man sollte dann doch ja, zugreifen, wenn man will. Ja, aber allgemein ist das Spiel schon sehr teuer neu. Ich glaube, Ja, das neu wird, auch also teuer. F1 2021 ist ja sehr schnell im Preis runtergegangen. Ich glaube, das wird auch so sein. Ja, das ist allgemein bei F1 ist ja klar, der Hype ist ja erst am Anfang groß und dann warten die, bis alle gekauft haben und dann wird es niedriger oder preisgünstiger gemacht. Und ja, das kennen wir ja schon alles so. Ja. Genau, ist das 14. Rennen. Genau, 10 haben wir jetzt noch mit dem hier. Schauen wir mal das Training zur Strecke. Da haben wir da unterschiedliche Trainingsprogramme, die wir auswählen können, um die Strecke ein bisschen kennenzulernen, wobei wir Monza natürlich schon gut kennen. Im Gegensatz zur letzten Strecke Niederlande, die sind wir noch nicht Richtig. so häufig gefahren. Ja, aber was machst du diesmal? Ich mache Reifenmanagement, mache ich, oder? Okay, ich mache Rennstrategie. Okay. Wobei wir natürlich auch das Gleiche wählen können. Aber irgendwie haben wir uns dazu entschieden, dass wir unterschiedliche machen wollen. Der redet mir immer ins Ohr rein, wenn du redest, Patrick. Mir auch, aber er ist nicht so laut bei Ja. mir. Du bist lauter eingestellt. Muss vielleicht mal Ja. das Verhältnis von Chat zu Spiel aus, ändern. Ein Neues ist komplett drüben. Ja. Ich habe das Reden ist so laut, also von dem von der Box. Ach, kommt es Der aus dem Sound. Controller vielleicht? Nee, aus meinem Headset. Wow, was ist denn hier los? Hä? Oh, da muss Hä? ja einer doch Ungültige erstmal die Strecke nochmal kennenlernen. Rundenzeit? Hä? Ungültige Rundenzeit steht da. Ja, weil du rausgefahren bist. Wenn man die Ach, Strecke doch nicht. verlässt, dann ist er ungültig. Aber es ist bisher noch in der Outlap, die zählt ja noch nicht. Ja, so. Erst ab der Ziellinie. Aber es wollte mir noch mal so anmahnen, ne? Einmal sind wir schon in Italien gefahren, in Imola, ganz am Anfang. Da sind wir 18. und 20. geworden. Muss erstmal wieder reinkommen, damit ich die wieder überholen kann, Patrick. Nein, nein, nein. Ich sehe die schon da vorne, aber. Zum Greifen nahe doch so fern. Ja, genau. Ja, so weit komme ich nicht mit dem Arm nach vorne. Siehst mich nicht mehr. Nee, leider. Doch, da vorne seht ihr. Jetzt wird's gerade rechts rein. So, erstes Ziel, 30 Punkte. Oh, fast die Strecke verlassen. Ja, wir haben hier noch Entwicklungsboni, Temporadar, spare Treibstoff, das dritte konnte ich nicht mehr lesen. Jetzt muss ich mal ein bisschen was Hohe trinken hier für unser Kurvengeschwindigkeit. Team.
Tempo da 328 km/h und bei dir. Oh ne, jetzt dreht es mich leicht. Oh nein, jetzt dreht es mich Vor die richtig. Kurve hier. Ich Oh. mache einen Staub Boah. hier. Oh, der arme Patrick dreht sich da vorne. Oh. Lass mich doch mal kurz durch. Ah, Danke. hast du ein Glück. 7 Sekunden über Delta, oh je, das war's schon wieder fürs Trainingsprogramm. Oh, Erste Kurve direkt versagt. ich hab sogar Lila. Ja, wundere mich jetzt nicht, wir sind die Einzigen hier. Und ich habe gerade 7 Sekunden verloren. Aber du sogar lila. Okay, ich hole es aber wieder ein, jetzt sind es nur noch 5 Sekunden plus. Du bist immer schneller, Und du gibst Patrick. mir Windschatten, das ist sehr gut. Ja, das ist ja gut, gell? Wollte ich auch gerade sagen, Windschatten hilft dir immer. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Probleme mit dem Headset, dass es so komisch klingt. Warum? Es knackst so, wenn du, immer wenn du redest. Achso, okay, warte mal, Jetzt ich nicht, schwer. aber gerade was. Ah, ich bin trotzdem über Delta, 4 Sekunden. Der zieht mich immer rüber, gell? Ich kann nicht in die Box reinfahren. Programm abgeschlossen. Reifenmanagement schon abgeschlossen. Ja, ich habe alles auf saubere Runde, habe ich auch abgeschlossen, ne? Ne, saubere Runde Aber nicht. rechts oben angepeilte Punkte hast du es erreicht schon. Ach nein, jetzt dreht Ja, es mich der. ja wieder immer beim Rausbeschleunigen hier. Was? Er ist irgendwie rutschig, gell? Oder irgendwie so allgemein hier eine Strecke. Nicht nur bei der Strecke. Aber heute spüre ich das schon. Bei mir ist die Traktionskontrolle, die ich höher einstellen muss, wahrscheinlich. Muss eine saubere Runde abschließen, noch dann habe ich mehr Punkte. Ja. Boah, nee, nee, das ist schon wieder diese. Ja, das ist mir wieder ein bisschen eingeholt, gell? Ja, ein bisschen. Und heute sehe ich schon wieder den Windschatten, ich glaube, ich spiele. Ja, dafür bin ich noch zu weit. Das war eine ganz gute Nicht Runde. schlecht. Das könnte eine Bestzeit sein. Nee, nicht ganz. 0,23 bin ich hinter dir. Ah, sehr Das gut, sind echt ich auf hab's einem Niveau. geschafft. Ja, aber so nicht. Ey. Also ich hab's noch nicht geschafft oder so. Ne, passt schon, ich hab's ein. Wir wollen mal rausgehen, oder? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich Achso, habe du bist noch 10 nicht Punkte durch. von 30. Ich habe die erste versaut. Achso, du armer Kerl. Jetzt warte mal, lass mich mal vorbei. Er schiebt mich rüber, wirklich. Ihr wollt weg, aber du. Jetzt halt, komm. Danke. Man kriegt immer nur 10 pro Runde, oder? Muss ich echt 2 Runden noch fahren? Naja, du bist der Arme, du musst hier warten. Ich kann ja die Session beenden, aber dann bin ich draußen, weil du musst ja zuerst. Kannst zuschauen, genau. Also wir müssen beide Außer. halt abstimmen. Auch wenn ich das mache, dann muss ich auch zuschauen. So wie in Aserbaidschan. Einfach Disqualifier. Nee, weil ich aufgegeben habe, deswegen war ich disqualifiziert. Ich gehe mal raus, weil ich muss an dir nicht hinterherfahren. Streckenkenntnis ist nicht schlecht. Ja, habe ich ja schon. Ich bin der Erste geworden, Patrick. Ne, das unterbiete ich ja jetzt. Um 1,5 Sekunden. Jetzt habe ich die 30 Punkte. Ich könnte jetzt noch 50 Punkte holen. Als wenn mich total verbremst, das wird nichts mehr. So, beenden wir mal die Session und gehen ins Qualifying. Aber du hast mir meine schnellste Runde wieder weggenommen. Habe ich gerade gesagt, als du mir nicht zugehört hast. 1,5 Sekunden Habe ich gar nur. nicht gehört. Das habe ich gar nicht gehört, was du gesagt hast. Das siehst du mal. Lass mal nicht zu. Ich höre auf dem linken Ohr nicht so gut. Dann hören wir im rechten. Nee, kann ich nicht. Kann ich da auch nicht hören.
Ja, in der WM ist es ja auch sehr knapp. Du bist 6 Punkte hinter Hamilton und Perez auf Platz 6, glaube ich. Ich bin auf Platz 2, 9 Punkte hinter Verstappen. Also, wenn wir jetzt hier gut abschneiden, kommen wir weit nach vorn. Oh, du bist im Presseinterview. Können wir leider nicht sehen. Ja, Magst sie du uns fragen da mich, teilhaben? ob ich Kommentare zu Red Bull habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe mich nicht mit anderen Teams beschäftigt. Ja, das ist ja Lüge. Ja, Wärst du aber fast zu Mercedes? Du warst ja schon bei Mercedes. Nur weil das Speichersystem weißt gebuggt war, hat es noch funktioniert, dass du bei Ferrari ja, geblieben bist. Aber ja, die Presse weiß nichts von dieser alternativen Realität. die sollen überrascht werden. Du weißt ja, wie es immer ist. Ah, man weiß ja nicht und so weiter. Weißt du? So. Gehen wir mal rein, oder? Genau. Als sind wir Rivalen, oder? Weil es verglichen wird. Sonst war es immer Heute schon, ja. Verstappen. Komisch. Der ist schon Achso, vielleicht ist es unangenehm. immer beim Training. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich passe jetzt nicht auf. Ist auch das erste Mal, dass ich es so gesehen habe, dass wir verglichen werden. Weil es das Heimrennen ist, da schauen die Tifosi, die Ferrari-Fans ja ganz gerne auf unsere Leistungen. Statistik, ja. Ja. Bestimmt. Aber wir werden dem Druck standhalten. Hoffentlich. So, ich habe das mal übersprungen. Können wir direkt So, loslegen? okay. Okay. Dann machen wir das gleich mal, oder? Genau. So, und let's go. Qualify. Oh, direkt DRS vergessen. Das ist die Pole schon weg wahrscheinlich. Boah, bitte nicht drehen, bitte nicht drehen. Ganz vorsichtig Hast du Gas es gegeben. geschafft? Ja. Hast du es geschafft? Okay. Ausnahmsweise habe ich es auch geschafft. Ey, du kommst ja da mal gut durch. Nein, ich war vorhin, bin ich auch ein bisschen abgerutscht, weil ich schon auf die Bahn nach rechts rüber. Schade, dass wir nicht gegenseitig jetzt die Sektoren sehen. Das können sie noch verbessern fürs nächste Spiel. Oder so ein Splitscreen. Jetzt nur für das Qualifying. Für die eine Runde. Dass man mal ein bisschen sehen kann, was der andere spielt. Aber vielleicht lenkt es auch zu sehr ab dann. Dass man vielleicht dann seine Statistik nicht aufbauen kann dann. Man kann es ja optional machen. Weißt du, was Bist optional du immer weit draußen? bedeutet? Komm. Ja, Option. Ja, es muss ja nicht sein, Ja, also ich man kann es vielleicht dazu weiß. schalten. Klar, Aber das nimmt natürlich. wahrscheinlich dann wieder viel Performance raus, also von der PS5. Ich glaube, der Splitscreen-Modus läuft ja auch nicht in 4K, irgendwas war da. Schon wieder auf 1080p. Jetzt kommt das immer ins Haus. Alle Videos in 4K hier auch natürlich. 4K, 8K, alles Nee, 4K, 60 unterschiedlich. FPS. Aber Ja, jetzt ist wieder 30, gell, wie es dann immer umschaltet. das ruckelt ohne Das nehmen sie Ende. bestimmt raus beim nächsten, glaube Und? Oh, aber ja, 2 Sekunden, Ja, wie im Training. eineinhalb, eineinhalb halt. Gordon. Ach, ich glaube, das kommt immer mit dem Teamvergleich, weil jetzt ist wieder die Rivalitätsanalyse mit Max Verstappen. Bei dir, welcher ist dein Ja, Rivale? auch Verstappen. Oh, okay. Jeder jagt Max Verstappen. Ja, der ist auch der Highlight in diesem Spiel. Ja, 9 Punkte, so ein tolles Highlight ist ja auch nicht. Der wäscht auch nur mit Persil, oder wie sagt man? Ja, genau. Ist ähnlich. Das ist wirklich Produktplatzierung so. ganz unauffällig. Ja, unser Let's Play wird euch präsentiert von Persil. Wunderbar, ja. Unsere Also nächstes Mal Rennoveralls glänzen auch noch so schön. machst du einen Hashtag rein, Persil, dann später gern mit dir. Hashtag Werbung, ja. Persil.
Okay, diesmal darf ich keinen Frühstart machen. Das habe ich ja in der Niederlande gemacht, aber da war ich auch sehr abgelenkt von diesem Max-Song. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann mache ich ihn jetzt noch mal an. Nein, Spaß. Das könnt ihr dann im Niederlande-Video angucken. Ja, ich warte auf einen Spieler. Vielleicht Ja, ich kommt er irgendwann doch auch. noch mal in sein Ja, Auto. Ja, da ist genau. er doch. Das war der Verstappen, ist gerade eingestiegen, ich habe es gesehen. Boah, komm, 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 überholen schon wieder, ey. Gleich links rüber, damit sie nicht überholen. Schon mal sehr wichtig. Irgendwie fahren die Oh immer nach nein, das war links zu da. schnell. Oh, ich muss gerade aufs Tuch fahren. Oh. Ich krieg Ja, schon eine warst du wieder so Zeitstrafe. gierig? Was ist los? Zwei Warum fahren sie? Sekunden Zeitstrafe. Hey, warum fährt das hier wieder raus, ey? Oh, Mann. Jetzt habe ich echt eine Strafe bekommen. Ich Ich bin habe auch ganz nur zwei langsam gerade aufs Sekunden. Tuch gefahren. Ich habe auch 2 Sekunden bekommen. Was für ein Käse, echt, ey. Muss ich Hoffentlich jetzt wird das rausfahren? verbessert mit der Kollision immer. Ich kriege immer Ja. Kollisionsschau, wo ich nichts gemacht habe. Verstappen Fünfter, das ist gut. Go, 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 go. Oh, ich bin 9. Wir sollten mich jetzt mal hier durchlassen. Du sollst Ja, möglichst vor Hamilton und Perez landen. jetzt warte mal. Der Paris ist vor mir Hamilton und ist Dritter. Alonso. Ja, und Paris ist 6. Ja, die kriegst du noch. So. Ja, das ist ja jetzt erst der Anfang. Die Ich habe sollen die nicht zwei immer so Sekunden schon genau. rausgefahren jetzt. Ich muss jetzt erstmal Können hier wir eigentlich das schon beenden, das abbauen. Rennen jetzt nach einer Runde? Was hier gewonnen, ja. Na, sag das nicht. Verstappen, Dann jetzt dreht's lass mich mich wieder, durch. bin ich wieder Letzter. Lass mich durch. Gehöre zum Hamilton. Zum dritten Platz. Scheiß Runde. Nein, Scheiß Runde verloren. Bottas ist so schnell zu Ende. Kleiner Punkt, ich brauche hier einen Punkt. Ich habe mal geschaut, ich habe sogar fast Oh, überall die schnellste Runde in jedem cool, Rennen. ich bin Vierter. Boah, sauber. Aber mit Ricardo wieder in der Kollision, ja. Okay, da bin ich diesmal selber dran, das stimmt. Hey, der schubst mich hier, Wahnsinn. Bottas, nein. Lass mich Jetzt wird der durch, ja. Abstand größer, das ist gut. Weil ich war immer so knapp über 2 Sekunden, jetzt sind es über 3. Achso, Weil du okay, die dann. Mercedes ein bisschen durcheinander gewirbelt hast, cool. Ich bin froh, dass du noch so einen tollen Teamkollegen hast. Mit der KI hättest du es nicht geschafft. Nee, aber ich war ja im grünen Bereich. Ja, alles okay. Aber Hamilton ist du schaffst ja auch vor noch auf Platz 2. mir. Ja, schauen Bist ja wir. knapp dran. Hamilton ist erstmal vor mir. Ja, jetzt komm. Jetzt hat. Komm, 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 Dritter. Oh nein, zu schnell in die Kurve. Er sagt schön überholt, aber der holt mich ja schon auf der geraden Strecke wieder. Komm, 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 komm. Also es könnte gut ausschauen. DS Hülkenberg kannst sagt du es auch schon. nutzen in der nächsten Runde. Der nimmt sich Windschatten von mir ein. Jetzt komm, 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 Bottas, komm, komm, komm. Oh. Oh, das ist schon cool. Die Kurve ist schon hart hier, echt. Die letzte, oder? Die erste. Die eine heiße Kurve. Eine Kurve. Oh, ich habe schnell Sektor gesehen. Hey, hallo? Ah, nein! Jetzt hat es mir rausgehauen. Nein! Komm, komm, komm. Das ist alles klar, ich bin wieder reingekommen. Ein Foto ist einfach weg. Der hast du dezimiert oder was? Nee, nee, der ist jetzt hinter mir. Ja, der Ich ist bin nicht mehr in trotzdem der Top rausge. 5. Achso, du bist schon Erster, okay. Die ganze Zeit schon. Wir müssen echt. Oh, der ist genau hinter mir, ey, Wahnsinn. Nee, das ist Hamilton, aber Ganz. Bottas hast du einfach irgendwie Ja, dezimiert. achso, den Butter ist ja. Irgendwo hingelegt, irgendwo auf die andere Strecke. Ja, Ja, der ist schon ja mal Dritter in der WM. transportieren Das lassen. ist ganz gut, wenn der gar keine Punkte hat. Du hast einen lila Sektor gemacht, nimmst du jetzt noch die schnellste Runde auch noch weg oder was ist da los? Und den Sieg vielleicht auch noch. Nee, nee, den Sieg nicht. Dann kann ich den nicht mehr wegnehmen, das ist zu weit vorne. Ja, aber gerade habe ich auch einen Fehler Sechs gemacht und bin Sekunden, rausgefahren. 6 Sekunden bist du vorne. Ich habe schon wieder einen lila Ja, dann Sektor dreht es hier. mich und
fünfmal am Stück oder bin ich wieder letzter? Das ist immer Zweimal so. lila, aber naja. Ja, ich glaube, ich werde Dritter. Das sieht nicht so gut aus, dass ich den jemals einholen kann. Das ist viel zu schnell hinter Dritter? Aber du bist doch, du hast doch die, mir. Ja, aber wieder die boah, zwei also, die Sekunden. hast du Ja. doch schon mal ausgeholt. Nein, 1,6 bin ich gerade. Ja, aber die holst du ja noch. Jetzt war ich total Naja. abgelenkt, weil ich die ganze Zeit auf das Nee, Klassement alles geguckt habe. okay, alles okay. Siehst du, jetzt sind nur noch 3,5 Sekunden. Da bin ich mal kurz abgelenkt. Bist du wieder Ja. dran? Ich bin jetzt auf 2, ist schon mal gut. Ja, es könnte schon besser So ausschauen soll jetzt es sein. langsam. Ferrari 1 zu 2. Ja, genau. 1, 2 oder 3. Ja, jetzt ist besser. Wunderbar. Jetzt kann ich nichts mehr sagen. Jetzt sind wir auf jeden Kann Fall nichts mehr schon anbrennen. langsam. Naja, das hat es nicht zu so laut, gell? Weil genau dann brennt alles an. Jetzt noch eine Ehrenrunde. Ist schon gut, so wie wir fahren jetzt gerade. So. Schnellste Runde hast du geholt. Sauber. Jetzt habe ich wieder schnellst den ersten Sektor. Schau, ich hab schon wieder. Ist nicht schnell, ich war schneller jetzt im ersten Sektor. Ich habe ihn dir weggenommen. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid. Wir werden Das es ja muss sehen am aber Ende. so sein. Ja, am Ende zählen die Punkte, gell? Ah, nur Oh, grün. die. Boah, 6 Sekunden, ey. Boah. Ich hätte Ah, dir ich aber habe auch. Ne, aufgegeben. ich habe lila. Lila habe ich, zweite. Ja, du hast die schnellste Runde. Wunderbar. Musst du Ja, nochmal in die mal schauen. Statistiken gucken, aber ich glaube, das ist ja deine erste schnellste Runde. Das war der erste, jetzt kommt die zweite schon. Nee, ich meine, die erste, die Ach dann halt so, auch am ach so. Ende gilt. Für Ach den so, Zusatzpunkt. okay. Ja. Nee, ich habe so noch Oh, Tempo. nein. Nee. Ah, warte, 1,245. warte. Und, habe ich es überboten? Weiß ich ehrlich gesagt, Nein. dann müsste eigentlich Ich war auch eingebläut noch werden. im lilanen Sektor, aber jetzt schauen wir mal. Boah, das ist 30 FPS, macht so langsam alles. Ja, das wäre deine erste schnellste Runde, also am Ende des Rennens. Warte mal. Wo sieht man das noch? Sieht man nicht mehr, oder? Es kommt jetzt gleich danach der Sieg, aber die habe ich jetzt mal übersprungen. Ja, Wir sind es ja gewohnt mittlerweile. und so sieht der, kann man sagen, ja. 1,245, 1,249. Boah, Sorry. aber ganz schön knapp, ey, Ja. gell? Naja, okay, passt schon, alles okay. Ich mal direkt ein. Zweiter und Ja, schon erster. fast gleich gut, ey, Wahnsinn. Er war schon eine halbe Sekunde dazwischen. Sah ganz leicht aus. Tja. Ich kann mir die Ja, Hälfte nicht das schon jetzt auswählen. mal. Großartig, das ganze Team hat richtig hart dafür gearbeitet. Ja, oh, das hast du auch gehabt, ich auch. Jetzt soll ich aber, glaube ich, brauche ein neues Bin sehr Telefon froh über mit Ihre Trophäen. Ich habe Unterstützung die während des Vitrine Rennens. gemacht. Ich brauche neue Vitrine für die Ja. Trophäe. Ja. Oh, dein Teamkollege wird das bemerken. Ich habe gesagt, das macht eh nicht Ein mehr, Podiumsplatz gell? für Hulk 81. Werden Sie heute Abend zusammen feiern? Ja, aber ich habe mit dir auch angeklickt. Auf jeden Fall die Chassisabteilung wird auch dabei sein. Was ist das für eine Antwort? Ja, Ja, das und die denken sie auch. Aeroabteilung ist auch eingeladen. Wo müssen wir alle Ja. einladen? Ja. Die Strapazierfähigkeitsabteilung, die finde ich am besten. Die hat den besten Namen. Die gibt es auch nur im Deutschen. Spiel verlassen jetzt, oder? Also, okay. Ja, das war's für den. Schauen gleich nochmal auf die WM-Wertung. Großes Preis von Italien. Müssten jetzt eigentlich ganz gut dabei sein. Du bist wahrscheinlich Dritter jetzt in der WM. Dritter oder Vierter. Schauen wir mal.
Und ich sollte Max Verstappen jetzt eigentlich überholt haben. Und wie sieht's aus? Es lädt noch. Achso. Der wechselt sich immer Soweit. ab mit Laden und Speichern. Und dann wieder Ah. Laden und wieder Speichern. So, da sind wir Rangliste. Erster mit 235, dann kommt Max Verstappen mit 228, dann Lewis Hamilton 153 und dann du mit 150. Du bist nur noch 3 Punkte hinter dem dritten. Und ich bin 7 Punkte vor dem zweiten. Es bleibt spannend. In der Konstrukteursrangliste sind wir Erster mit 308, 385 und Red Bull Zweiter mit 374, also sind wir auch auf Platz 1 gewandert. Sehr gut. Das heißt Wir machen Schluss. Es ist vorbei. jetzt. Genau, es ist vorbei. Die Liebe Saison ist zu Zuschauer. Ende. Man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Genau, richtig. Aber es hört nur dieses Video auf. Es gibt da noch ein weiteres natürlich. Und sogar 9 weitere. Genau, der Patrick hat es erfasst. Es gibt 9 weitere Rennen. Jupp. Und nächste Runde ist in Russland. Wir hören uns, sehen uns und wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann Bis zum wieder. nächsten Mal.